Warst du ja. So. Oh, Scheiße, ey. Das Bier hat mich weggeballert gestern. Ja, ich mir geht's gut. Ich habe nur gemerkt, ich bin ja auf dem Sofa eingeschlafen. Ich wollte eigentlich, ich hätte ja eben oben auch ein Ja. Gästezimmer anbieten können. Ja, so auf geht's. Aber ich muss mal gerade mein GPS noch meinen Computer gucken. Also ja, der Racing hat dann gesagt, es müsste die Versicherung sein, nur ich müsste dann mit dir Rücksprache halten. Nur, weißt du zufällig die Nummer von der Versicherung oder? Muss mal im Internet gucken, weiß ich gar nicht. Vielleicht mal bei der Polizei oder so nachfragen. Ja, oder das? Das kannst du auch probieren. Ja, das mache ich das mal. Ja. So, ich Aber muss ich. mal. Ja? Ja, passt. Warte mal. Nee, Frühstück. Mein Kühlschrank ist leider jetzt leer, da war nur Bier drin. Wäre nicht so gut, wenn wir jetzt Bier frühstücken. Ich habe noch ein Brot im Traktor. Ja, war ja Also, kalt genug heute Nacht. ich habe alles im Traktor, musst du wissen. Ah ja. Was kriegst du denn jetzt gern echt für die Arbeit gestern? Komm. Ja, was dir es wert war, Max. Was hat denn das Gewicht gekostet eigentlich? Ah ja, das war das. Kurz schauen. Das 1450. 1450? Ja. Achso, hat's gekostet. Ja. 1450. Ja, dann. Moment, überweise ich dir gerade noch ein bisschen was. Wo bist du denn? Da oben. So, bitteschön. Danke. Also wenn ihr Lust hättest, könntest du nochmal Hackschnitzel machen. Ja, das kann ich machen. Muss halt den Anhänger oben nochmal holen. Jo. Was? Und ich fahre da, glaube ich, auch nochmal hoch. Dann kann ich nämlich die Bretterpaletten schon verteilen. Jo. Ja, okay. Passt. Dann Aber ab ich komme erstmal nach. Also ich bin erst, muss erst hier noch ein bisschen was am Hof klären. geht's. Jo. Und Passt. dann bis Servus. später. Tschüss. Jo. Tschüss. Nikola, bin ich nächste da? Hallo, hier ist der Neumann. Hallo Herr Neumann, wie schaut's denn aus mit dem Sägewerk? Mit dem Palettenwerk? Es hatte keiner Interesse. Also, Harry hatte auch kein Interesse. Okay, dann würde ich das nämlich kaufen wollen. Weiß So. jetzt nur nicht, soll ich das dann nochmal mit dem Jürgen rücksprechen oder? Wir können das auch so machen, wie wir das bei mir gemacht haben, mit der Kompostproduktion. Okay. Jo, dann rechnest du mir die Steuer aus. Ja, damit das alles sicher ist. Ja, also wenn ich das alles selber mache, dann heißt es, oh, der hat beschissen hier. Das will ich Ja. jetzt nicht unbedingt. Verstehe ich. Gut, rechnest mir die Steuer und wie schnell bist du denn? Gleich fertig. Okay. Wie schaut es mit dem Feld aus? Sind wir noch voll im Gange? Ich guck mal gleich noch mal in die App rein. Oder was zahlen Sie denn für Mohn? Kaufen Sie das überhaupt? Nee, das würden wir nicht ankommen, das brauchen wir nicht. Okay, schade. Und dann gucke ich mal nach dem Preis. Steuerwert 3000 Euro. Genau drei. Genau, also 3.067 Euro. Während. 3067, ja, das sind dann 3100. Gut, die überweise ich schon mal an die Gemeinde. 3100. Gut. Und Sie tragen das ein ins Grundbuch oder? Ne, der Jürgen muss das machen, gell? Jo. Gut, dann rufe ich den an und dann passt die Sache. Danke. Gut. Tschüss. Bitte. Tschüss.
Hallo, Jürgen hier. Jo, Jürgen, hi. Du... Achso, ich drück die ganze Zeit die falsche Taste im Traktor, hab mich schon gewundert. Du müsstest was ins Grundbuch eintragen. Mhm. Die Palettenproduktion. Ja. In meine Hände. Hast du die schon bezahlt? Die Steuer ist schon bezahlt. Aber der Grundstückspreis noch nicht. Also, ja, das... Jo, passt. Ja, gut, danke dir. Jo. Tschüss. Leute. So, das ist perfekt. Dann haben wir nämlich hier jetzt gleich ein paar Bretterpaletten. Die holen wir jetzt mal raus. 60.000 sogar. Oh Gott, da ist kein Platz. Da ist kein Platz. Ich muss den Traktor wegstellen. Holla, die Waldfee. Heftig. Ups. Das lohnt sich, das lohnt sich. Auf jeden Fall. Ist nur die Frage, kriege ich hier zwei Paletten auf einmal drauf? Oder geht dann der Traktor hinten hoch? Ist aber nicht so gut. Ich probiere das jetzt noch mal. Kann ich den nämlich direkt weiterverarbeiten? So muss das sein. Und dann fangen auch bald die Paletten an zu produzieren, die Leerpaletten. Und dann rollt der Rubel. Muss ich gleich nochmal mit dem Neumann telefonieren.
Der Richter wollte ja den Traktorführerschein machen. Den großen. Kann man fragen, ob der Neumann da einen Traktor parat hat. Wobei eigentlich meiner müsste eigentlich... nee, der passt nicht. Mein Handy ist hier. Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Herr Neumann, ich muss Sie mal wieder stören. Och, Sie stören nicht. Das freut mich. Sie hatten ja mal angeboten, dass ich Traktoren von Ihnen zur Fahrschulprüfung benutzen kann. Beziehungsweise Fahrzeuge. Ja. Da wäre jetzt meine Frage, haben Sie einen Traktor mit Beifahrersitz von Klasse L? Klasse L, was war das nochmal? Die großen. Also groß. So groß wie geht. Ja. Ein Case. Ja, ja, hallo. Hermann hier. Ja, ist der Herr Neumann zu sprechen? Im Moment nicht, der ist gerade. Was hast du gesagt? Was ich gesagt hatte? Ja. Den Case IH. Also ein Quadrack, oder was? Ja, den Quadrack. Hätte ich. Ja, der würde gehen. Da ist es wenigstens eine Herausforderung. Weißt du, der Richter, der will einen großen Traktorführerschein machen. Ist noch da? Herr Neumann? Ja, ich bin da. Ah. Der Richter, der will einen großen Traktorführerschein machen. Der Richter? Ja, der Herr Richter. Also der Polizist. Okay, ja. Ja. Ja, wahrscheinlich mein erster Kunde. Könnten wir machen. Jetzt habe ich schon wieder die Paletten fast verloren. Ja, könnte. Würde gehen. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Und wenn er sich nochmal meldet, er hat gesagt, ich habe mit ihm ausgemacht, er muss dann nochmal einen Termin machen. Ja. Dann würde ich mich bei dir melden, ob das Fahrzeug zur Verfügung steht. Jo, das können wir so machen. Gut, dankeschön. Bitte. Bis dann, tschüss. Tschüss. Und jetzt ist die ganze Geschichte hier schon mal voll. Jetzt müsste ich fast beim Hans-Peter noch ein Fahrzeug organisieren oder einen Anhänger organisieren. Damit ich die Paletten abtransportiert bekomme. Kann man nochmal telefonieren. Ja? Jürgen? Hans? Ja. Ah, gut. Dachte, hätte mich verwählt. Ich bräuchte nochmal deinen fachmännischen Rat. Ich bräuchte einen Anhänger. Ich bräuchte einen Anhänger. Ach so. Mit der Paletten transportieren kann. Ein Anhänger, der Paletten transportieren kann. Ja, möglichst günstig. Aber auch nicht nur einer für zwei Paletten. Ja. Soll schon ein bisschen was drauf gehen. Also ich kann hier diesen Rudolf, wird zwar deklariert als Beintrailer, aber man kann ihn auch als Palettenträger nutzen. Der ist bei Anhängern ganz hinten. Okay, 16.000 sehe ich da eben. Ja, das ist richtig. Mm. Ist halt richtig, man kann halt beliebig viele dranhängen.
Ja, also kannst du theoretisch nur einen zweiten und dritten und was weiß ich noch nicht, wie viele Ja, reinhängen. zwei darf ich ja nur. Guck mal gerade. Okay, ach, dann kann ich da sogar eine Farbe wählen? Nee. Bei dem nicht, ne? Okay, und was hältst du von dem? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Vermeidiere noch meinst du? Ja, der ist halt in der. Die Basisversion ist ja teuer, sonst würde ich mir so einen nehmen. Aber Oh, ich glaube, gibt's da nicht was Günstiges? ne, das ist glaube ich schon noch, das ist hin, oder warte, ich kann mal noch gucken. Ach so, ja, Schmidt Gage will, da sollte ich es auch können, glaube ich. Ja, aber über den habe ich schlechte Kritik gelesen. Der soll nicht Okay. ganz so gut sein. Ah, guck mal, warte mal. Geh mal im Katalog auf Marken und dann bei Auf Adu was? auf Marken Ach so, ja. und dann auf Adurante. Ja. Ach so, ja. Da gibt es sogar noch andere. Den Adorante mit 200A Ballenanhänger für 10.000. Ja, ich glaube, der Brandphysik soll noch mehr kann, glaube ich. Ich glaube, der kann noch mehr Paletten drauf machen. Jo, ich denke, Ja. der sieht eigentlich ganz gut aus. Und da kann es aber keinen zweiten dran hängen. Ist mir egal. Oder ist mir das egal? Das ist, ob es dir egal ist oder nicht, ne? Das musst du entscheiden. Ja, ich würde erstmal den nehmen. Okay. Den mir für die 36 Rundballen. Bei, ach ja. Okay. Sonst noch irgendwas ändern oder? Nee, mit der Bereifung, die drin ist, das passt. Okay, warte mal. So, weißt du, ich habe mir nämlich Sägewehr Bitteschön. gekauft. Oha. Nee, Sägewerk hatte ich ja schon, aber ich habe jetzt auch noch die Palettenproduktion. Oha. Oha, jetzt geht's los. Ich glaube, da komme ich dich mal besuchen hier. Jo, kannst gerne nächste Woche mal vorbeikommen. Die Woche ist Feierabend. Ja. Also, wenn Also. du Zeit hast, mache ich gerne mal eine Führung. Bin auch hier noch ein Ja, bisschen am cool. Umbauen. Also, es Ja. kann nächste Woche dann schon ganz anders hier aussehen. Oder es sieht nächste Woche hier ein bisschen anders aus. Ja, kannst, kann, kommst du dann aber dann hierher und sagst du, Ja, ich dann muss ja können wir sowieso den mal. Anhänger abholen. Ja, stimmt doch. Hole ich aber, wie gesagt, auch erst nächste Woche. Jo. Aber bis dann, ne? Jo, bis dann, tschüss. So. Gut, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Am besten alles. Und nächste Woche geht es hier weiter mit der Palettenproduktion. Und einigem Neuen, weil nächste Woche spielen wir auf der neuen Grünfelder Land. Mit einigen Detailänderungen, das heißt optisch Änderungen von den Umgebungen her, also Bodentexturen, Gras, was da alles dazugekommen ist, den kompletten Produktionen, die wir soweit verbaut haben. Und ja, dann wünschen wir euch noch ein bisschen mehr Spaß. Haut rein, macht's gut, tschüss.